Klimapilzfreunde, ich finde hier gerade den ersten essbaren Pilz. Es ist ein Frauentäubling. Drehen wir raus. Kleines, knackiges Exemplar. So müssen die aussehen. Schaut euch mal die Hutfarbe an. Und nebendran steht noch einer. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber noch mindestens genauso gut. So kann es weitergehen. Ja, Pilzfreunde, ich muss mich korrigieren. Das ist nicht der Frauentäubling, denn der Frauentäubling hat wachsweiche Lamellen. Und wie man hier sieht, fallen die Lamellen runter. Die sind spröde. Das ist also nicht der Frauentäubling. Er ist allerdings sehr milchschmeckend und damit ein Speisepilz. Guter Fund. Die beiden gehen mit. Das hier sieht sehr nach einem Frauentäubling aus. So, ich habe ihn jetzt mal rausgemacht. So sieht der Täubling von unten aus. Wieder lässt sich ein fleischroter Speisetäubling finden. Ich mache ihn mal ab. Ein wunderbar schönes, knackiges Exemplar ist das. Schaut euch das mal an. So müssen die sein. Und so macht das Pilzefinden auch richtig Spaß. Wieder treffe ich hier auf einen Täubling mit einem olivgrünen Hut. Das Ganze im Nadelwald. Allerdings stehen hier überall auch Birken zwischendrin. Es handelt sich um den grasgrünen Birkentäubling. Er wäre rohgiftig. Und ich halte ihn einfach für keinen Speisepilz. Deswegen lasse ich grüne Täublinge in der Regel stehen, mit Ausnahme von dem Heringstäubling. Aber das ist meines Erachtens der grasgrüne Birkentäubling. Auf den ersten Blick würde ich sagen, es ist ein Sommersteinpilz. Und wir gucken uns den Kollegen jetzt mal genau an. Die Geschmacksprobe sagt, das ist ein Sommersteinpilz und ein sehr, sehr schönes Exemplar. Und meine Augen erspähen da hinten gleich noch einen. Also der schmeckt ausgesprochen mild, hat ein sehr schönes, sehr schönen Habitus, also den nehmen wir mit. Hier haben wir gleich noch einen und ja, schaut euch diesen Burschen mal an. Der ist schön fest. Das ist natürlich die absolute Krönung. Schaut euch mal diesen Steinpilz an.
Das ist tatsächlich ein Sommersteinpilz. Wie er schöner nicht mehr sein könnte. Wunderbar. Ja, meine lieben Pilzfreunde, jetzt könnte ich natürlich vor Glückseligkeit ausrasten und sagen, ja, ich habe den besten Pilz gefunden. Besser geht's gar nicht. Ich habe zwei Steinpilze gefunden. Und wenn ich jetzt nicht genau hinschaue, mache ich einen großen Fehler. Denn das, was hier vor uns steht, was so unglaublich nach Steinpilzen aussieht, das sind überhaupt gar keine Steinpilze. Wenn ich diese beiden Pilze mitnehme, werde ich mir mein ganzes Pilzgericht versauen. Denn es handelt sich nicht um den Steinpilz, sondern es sind Gallenröhrlinge. Und Gallenröhrlinge sind so derart bitter, dass auch nur ein kleines Bröckchen davon reichen würde und euer Essen wäre komplett am Arsch. Das würdet ihr überhaupt nicht mehr essen können. So bitter sind diese Kollegen. Und die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Seid ihr bereit? Zugegeben, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon zu erkennen. Man sieht einen braunen Hut, einen braunen Stiel. Und weil die Pilze noch sehr jung sind, erkennt man auch helle Röhrenschichten. Aber Vorsicht! Diese Kameraden sollte man auf keinen Fall zu Speisezwecken einsammeln. Es sei denn, man hat sie nicht alle und steht auf komplett bitteres Essen. Bei diesen jungen Exemplaren des Gallenrohrlings stellt man fest, dass die Röhren so einen leichten rosa Schimmer auf den Röhren haben. Das ist natürlich beim Steinpilz überhaupt nicht der Fall. Und Stiel und Hutoberseite sind sehr ähnlich gefärbt. Also wer so einen wunderschönen Pilz vor sich hat, der sollte nicht überall das Messer rausholen, sondern sich erstmal den Pilz genauer angucken. Eine kleine Geschmacksprobe kann man folgendermaßen durchführen. Man schneidet ein ganz kleines Stückchen mit dem Messer an und leckt einfach die Klinge des Messers ab. Und dann wird man feststellen, wie bitter dieser Pilz schmeckt. Ich lasse ihn jetzt einfach so stehen. Dieser Pilz, der gehört definitiv einfach hier in die Natur. Er ist wunderschön. Er hat absolut seine Berechtigung hier und sollte auf keinen Fall in irgendeinen Kochtopf kommen. Ich denke, hier habe ich den narzissgelben Wulstling gefunden. Das ist natürlich kein essbarer Pilz, er ist giftig. Der Gallenröhrling ist schon ein bezaubernd schöner Pilz. Aber das sollte er auch bleiben. Zumindest außerhalb des Kochtopfes. Pilzfreunde, das hier ist die Mutter aller Perlpilze. Schaut euch dieses sensationelle Prachtexemplar mal an. Nein, noch nie habe ich eigentlich so einen Perlpilz gefunden. So schön. Und hier können wir uns mal alle seine Merkmale anschauen. Erstmal die etwas unscheinbare Knolle. Dann haben wir die Teilhülle. Die hängt jetzt hier wie so ein Lappen runter. Seht ihr das? Und da ist der Abdruck von den Lamellen drauf zu sehen.
Der Perlpilz hat wie Perlen, sieht das aus, auf dem Hut Hüllreste. Und es muss der rötliche Anteil auf der Hutfarbe, auf der Hutoberseite gut zu sehen sein. Also der Perlpilz wird auch nicht zu Unrecht als rötender Wulstling bezeichnet, weil an verletzten Stellen, wie zum Beispiel hier, rötet der Stiel und auch der Hut leicht. Das ist mehr so ein rötliches Braun, den man hier an der Hutfarbe ganz gut erkennen kann. Damit kann man ihn sehr gut abgrenzen vom Pantherpilz zum Beispiel und auch vom grauen Wulstling, der ja bekanntermaßen nicht so ein guter Speisepilz ist. Ich lasse ihn immer stehen. Was für ein Prachtexemplar. So was Schönes bringt die Natur hervor. Schaut euch den Burschen mal an. Einfach fantastisch. Dieser Pilz ist definitiv noch etwas für den Sammelkorb. Ich werde ihn jetzt mal entnehmen. Ich hoffe, dass die Maden noch nicht schon so viel Arbeit geleistet haben, aber er fühlt sich noch richtig toll an. Und jawohl, geht gut raus. Hier ist eine Schnecke zugange, die hat den Stiel schon etwas ausgehöhlt. Ein schönes Prachtexemplar. Natürlich, unten sind ein paar Fraßgänge. Ich denke, der Stiel ist schon befallen. Aber das macht nichts. Toll. Hier kann man sehr gut erkennen, dass die Manschette gerieft ist. Das bedeutet, dass der Abdruck von den Lamellen, nämlich hier, sieht man das ganz gut in diesem Bereich, genauer gesagt, hier, schaut euch das mal an, da sieht man den Abdruck der Lamellen noch sehr gut. Und schaut euch das mal hier an, das ist das Unterteil der Knolle, und da sieht man natürlich eine Rötung. Die ist zum Beispiel beim grauen Wulstling und beim Pantherpilz überhaupt nicht zu sehen. Hier kann man sich das nochmal genauer anschauen und daher rührt auch der Name rötender Wulstling. Fraßgänge oder auch Verletzungen am Stiel und auch am Hut röten leicht. Also schöner geht es wirklich nicht mehr. Durchaus erfreulich sieht natürlich. Ja, was soll ich sagen, liebe Pilzfreunde? Ein wirklich ganz, ganz, ganz wunderbares Exemplar von einem grauen Wulstling. Noch ganz frisch und klein. Wir lassen ihn stehen, denn es ist kein wirklich guter Speisepilz. Und die Verwechslungsgefahr mit dem Pantherpilz ist doch recht hoch. Einfach weil sie so schön sind. Nochmal der graue Wulstling. Und schaut mal, ich halte nochmal den Perlpilz dagegen. Das seht ihr auch nochmal von der Hutoberseite den Unterschied. Und wie man erkennen kann,
rötet der Stiel, hauptsächlich der Stiel, aber auch alle anderen Teile des Pilzes, wo Fraßgänge und Beschädigungen sind, beim Perlpilz stark. Hier nochmal ein grauer Wulstling und man sieht hier, die Teilhülle ist schon runtergefallen. Ja, und so sieht die aus. Ja, die wird von Schnecken auch gerne verzehrt. Und gleich daneben noch ein ganz junges Exemplar vom grauen Wulstling. Ich halte jetzt noch mal zum Vergleich den Perlpilz daneben. Und da fällt schon auf, die Hutfarbe ist etwas anders. Und darauf muss man auch unbedingt aufpassen. Bei ihm wäre die Verwechslung jetzt nicht so schlimm, aber beim Pantherpilz könnte sie ganz schwerwiegend werden.